Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video hier auf der Panda zu den Skins mit 200 Euro in der Balance. Wir haben noch Premium vom letzten Mal, gehen wir rein in den Premiumsbereich, wer Premium nicht kennt, 100 Äpfel täglich, jeden Tag ein Promocode, Kisten 2% günstiger, 9% auf dem Double Drop und wie immer zwei neue Promocodes in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch einlösen, wenn ihr schon welche eingelöst habt. Ihr klickt auf die Videobeschreibung, kopiert euch die beiden Codes raus. Einzeln natürlich, geht dann hier oben auf Bonuses, Promo-Skin und gibt die beiden Codes hier nacheinander ein. Ich hoffe natürlich, ihr bekommt Any Covered for free und ich bekomme Any Graffiti, das ist natürlich geil. Aber wir haben noch Daily Card. Oh, heute wieder Knife drin. Ich nehme immer die 5. Seitdem ich hier das erste Mal auf der Seite war, immer die 5. Bisher noch nie das Top-Item gehittet. Heute, oh, also for free 2,05 Euro, Daily Free. Nice, das Messer wäre trotzdem schöner gewesen. Aber dementsprechend können wir hier reingehen und können das dann direkt verkaufen. So, was ich heute mal ausprobieren will, weil mich mehrere Mal danach gefragt haben, wie das ist. Und zwar gibt es ja hier die Ecluse Skin Offer. Also wenn man hier die Skins hat, dann schicken die einem random Skins zu, aber 20% mehr. Und das will ich, glaube ich, heute mal testen, mal gucken. Ich wäre nicht mal böse, wenn es nicht wirklich plus 20% sind in Euro, sondern meinetwegen auch 10%, weil Währungsumrechnung und so weiter und so fort, da wäre ich gnädig, wenn selbst wenn es nur 10% mehr sind. Mehr ist mehr, ne? Hallo, bleib stehen. Zack. Und Any Restricted noch hinterher. Heute läuft ja supidubi. Dann können wir das auch mal direkt verkaufen und wir starten mit 202,76 Euro rein. Ja, die machen wir auch noch nicht in diesem Video. Das Event läuft ja noch ein bisschen, aber ich will nochmal in alle Kisten reingehen. Aber solange wir hier noch auf Platz 2 sind und der noch ein bisschen hinten ist, alles easy entspannt, ne? Oh, der hier ist ein bisschen gestiegen. Hier war letztes Mal irgendwas mit 1000. Ist ein bisschen gestiegen. Hier ist auch einer mit 9000 hochgerusht. Da muss ich aufpassen. Aber solange wir den zweiten Platz haben, den ersten Platz werde ich nicht erreichen. Aber hey. Wir gehen rein in die Shark Case. 0,2% Chance auf den Dealer. Das wäre so schön, wenn die mal gedroppt kommen würde, ne? Also ich muss sagen, so ein Low-Ticket hatte ich schon hier auf der Seite. Aber nicht in der Shark Case. Und heute leider auch nicht. Schade. Da kommt es zwar reingeflattert, eine schöne Dragonlore in Battle Game, aber die ist trotzdem weit weg. Vielleicht ein Double Drop? Nicht mal ein Double Drop, aber hey. Hey, was will man noch warten bei 0,2% Chance? Weißer Wahlcase, sehr empfehlenswert. Die Case hat mir ein paar Mal den Arsch gerettet und ich glaube, da gehen wir jetzt auch mal rein. Weißer Wahlcase, sind auch ein paar Schmeckerle rein. Ich habe jetzt auch mittlerweile ein neues Knife. Ich habe mir ein Bowie Knife. Tiger Tooth Gold FN, schickes Knife. Jetzt, wo ich wieder ein bisschen aktiver CSGO spiele, muss natürlich auch direkt mal wieder ein Knife sein. Ein bisschen üben für CS2, was bald rauskommt. Und ihr könnt die Skins... Geh rüber. Nein, geht nicht rüber. Ihr könnt die Skins auch in CS2 weiter benutzen. Also die Skins von CSGO könnt ihr in CS2 auch benutzen. Aber müsste Profit sein, oder? 57... Oh nein! Also nice, aber nein, 1575 hätte ich mal direkt die Panda-Case aufgemacht. 1000, ich habe vergessen, 1500 war es? Was für ein Skin wäre das denn hier gewesen? Das wäre hier für 209 gewesen. Ach, gib mir jetzt nochmal Back-to-Back-Low-Ticket. Back-to-Back-Low-Ticket. Ah, da wären wir schon ein Profit gewesen, hätten wir die Case zuerst aufgemacht, ne? Nein, nicht die Masterpiece. Bitte nicht die Masterpiece, bleib bei dem. Es slidet natürlich rüber. Ah... 63 ist natürlich nicht Bruch des Todes, aber tut trotzdem weh. Hätte ich mal zuerst die Panda Case aufgemacht, nicht die Weißer Wahlcase, ne? Wir gehen nochmal rein in die Weißer Wahlcase. Eieieiei. Ich meine, ist ein guter Skin, ne? Kann man nicht anders sagen. 57, aber. Wäre schon lecker gewesen, in der Panda Case das 200 Dollar Knife zu ziehen, ne? Euro Knife, sorry. Das ist natürlich nochmal in Januar, immerhin. Die ist aber nur ein... Er geht nicht mal weiter. 83.000. Wir gehen nochmal rein. In den Aal. Ich glaube, heute werden wir auch mehr wieder Minus machen. Oder wir gehen mit Bruch nach Hause, wenn wir All-In gehen. Schwierige Sache. Oh, die Containment Bridge wäre lecker. Aquamarine wäre ein schöner... Okay, das ist... 23. Ist noch verkraftbar bei 25. Muss man sagen, ist noch verkraftbar. Wir gehen nochmal rein. Ich habe hier jetzt gerade ziemlich hochgegangen gerade, glaube ich, ne? Das heißt, wir kriegen einen Scheiß-Skin. Warum wird denn das zuerst aktualisiert? Okay, wir kriegen den hier. Das weiß ich jetzt schon, weil die Zahl so hochgegangen ist. Da baitet mich das nicht mehr. 7 Euro. Alter Schwede, das war ja ein High-Ticket des Grauens. 2,86 Euro. Gehen wir nochmal... Ach, so ein God Knife Slaughter in Quick Opening. Ja, natürlich nicht. Es war aber richtig low! Es war ein richtig lower Roll. Und dann in so einer Case. Okay, warte, wenn ich jetzt nämlich hier mal reingehe in dieses Exclusive Skin Offer, dann das hier reinpacken.
Dann würden wir 32. Oh, wir haben gar nicht mal so schlecht. Da kriegen wir 196 in Skins zurück. Oh. Sollen wir es wagen oder sollen wir noch in Skinders reingehen? Ich meine, es ist dann plus minus null. Ich muss sagen, letztes Mal, das Kinder haben schon rasiert, ne? Aber ich würde sagen, um euch das mal jetzt zu zeigen, weil mich ein paar gefragt haben, jo, funktioniert das wirklich mit dem Bonus von den 20%? Werden wir das einfach machen. Also, attention, after clicking the get item button, you will send the trade offer. If we have the required amounts in our bot account. Okay, kann sein, dass wir es nicht haben, aber ja, also 196 Euro sollten wir doch in den Bot-Accounts haben. Ich habe nämlich auch den Steam Inventory Helper installiert bei mir, damit wir den Preis direkt ausrechnen können. Also, wir haben 163 Euro gezogen. Ich sollte mir mal kurz eine Textdatei aufmachen, die ihr jetzt nicht seht, aber ich schreibe mir das nämlich jetzt auf. Also, 163 haben wir gezogen und bekommen sollten wir 1,96. Ich sag mal so, wenn es 10% weniger sind, also wenn wir anstatt 32 Euro mehr irgendwie nur 15 Euro mehr oder so bekommen, finde ich das auch noch okay aufgrund der Währungsumrechnung und so weiter. Ich würde sagen, wir klicken auf, habe ich den richtigen Trade-Link drin? Ja, der richtige Trade-Link ist drin. Okay, wir versuchen es einfach mal. Was wir dafür Skins ziehen? Das ist nochmal random. Skin, get items. Ja, ist gerade nicht verfügbar. Ich wollte es zeigen, aber ist nicht verfügbar. Wir können nochmal versuchen. Okay, nicht verfügbar. Dann können wir doch ins Skinders reingehen. Wir machen All-In. Wir machen All-In auf 60%. Oh, das ist aber eine schicke. Ja. Oh. Warte. Oh ja, Baby. Ein Flag Knife Slaughter. Und wir gehen auf Over, komm. Gönn. Jesus Maria im Himmel. Wir sind mal wieder im Profito Marito. Ein schönes Flag Knife Slaughter. Ja, da konnte ich in diesem Video jetzt leider nicht das mit der Exclusive Skin Offer zeigen, wie das ist, wenn man da 20% mehr kriegt. Also, schade. Aber, wenn ihr die Seite selbst austesten wollt, Link unten in der Videobeschreibung, denkt auf jeden Fall an die beiden Promo-Codes hier oben über Bonus, Promo-Skin und gebt die beiden Codes hier nacheinander ein. Ich hoffe natürlich, ihr bekommt Any Covered und denkt auf jeden Fall an den Daily Card hier jeden Tag. Ne? Oh, jetzt ist nur noch eine Kill-Confirm drin, obwohl auch ein sehr schöner Skin. Und wenn ihr schon schaltet, geht auf so lange oben über AdFunds. Es gibt verschiedene Bezahlmöglichkeiten mit Master, mit Visa, mit Banküberweisung, PayPal, über Kinguin, mit Paysafe Card, mit Skins etc. pp. Und damit vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Haut rein und ciao.